My mother used to tell me a story when I was a child. Thousands of years ago, there lived a powerful emperor whose greatest desire was immortality. He became obsessed, promising his greatest alchemists what they needed. They needed human subjects for their tests. Every year, on the same day, the emperor sent soldiers to break down his people's doors, taking away the young and the healthy for experimentation. But these were no ordinary soldiers. They were taller, stronger, faster than normal humans. They each carried the mark Shi upon their bodies. The mark soon became a symbol of fear amongst the people, and that day forever became known as Shi. My mother told me Shi was one of the people that was experimented on, and that she lived, unchanged, for thousands of years. I always thought it was a fairy tale, never truly believed her, until now. Da sitze ich nun. Kann meine Hände nicht bewegen, ich habe sie aber in der Hand. Also, nur soweit mal. Ich würde euch auch bitten, wenn euch irgendwie auffällt, dass die Tonabmischung nicht so wirklich gut funktioniert, also sprich, ich bin nicht zu hören, weil das Spiel so laut oder sonst was, mir da kurz Bescheid zu geben. Servus. Dann müsste ich das Mikro nochmal lauter stellen. Dass diese asiatischen Frauen immer so in den Krieg ziehen müssen oder in was auch immer. So, willst du was dazu sagen? Funktioniert alles, sagt der Flashkeks. Dankeschön für die Information. Ja, was willst du machen? You have your mother's smile. Ich habe es gewusst. We always wondered what the future would hold. But we couldn't have imagined how terrible it would be. You knew each other a long time? Sana, come to the cockpit. Das Format ändert, die Untertitel sind ab. Oh je, ich glaube aber, dass das Format ändern. Ich fürchte leider, das geht nicht. Die sind zu weit unten wahrscheinlich im Display. Also sprich im Bild. Das habe ich leider schon des Öfteren bei VR festgestellt, dass gerade so der untere Rand des Bildschirms im Prinzip abgeschnitten wird. Sowohl beim Aufnehmen als auch beim Streamen. Das ist natürlich blöd, dass die Untertitel so weit unten sind. Kann man es denn gar nicht lesen? Übrigens ist Ihre Hose kaputt, junge Frau. Vielleicht kaufen Sie sich mal eine neue. Tire. Signal check. Wobei ich sie eigentlich relativ... Could be useful, in case we get separated. Gar nicht lesbar. We don't know what's waiting for us down there. Ja. Are you sure you really want to come with me? Natürlich, yeah. Gut. Was soll ich denn machen? Ich habe jetzt angefangen zu spielen. I need to know what happened. Oh. We're at the coordinates, but die jetzt noch vibrieren würden, die Move-Controller. Das können sie ja, aber warum tun sie es jetzt gerade nicht? There's nothing but fog down there. It seems safe enough, though. I'm taking us lower for a closer look. Strap yourselves in. Anschnallen. Bin ich denn angeschnallt? Sana! Oh, was ist das denn? My code name is Tyre. Sana and I are on a journey. A journey we may never come back from. As our plane falls, I close my eyes and pray. Memories old and new come flooding back. I focus on remembering my training. Ich will mich auch gerne an dieses Training erinnern. Ah, das ist es vielleicht. Okay, also, wir sehen hier schon, wir sind ein bisschen verkrüppelt. Deswegen drücke ich jetzt mal die Starttaste, um vorwärts zu... Ja, genau, jetzt machen wir im Prinzip erstmal... Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist. Also, ich habe jetzt mal zentriert. Ich mache es auch gerne nochmal.
So, jetzt ist im Prinzip mal, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist nicht richtig zentriert. Aber jetzt üben wir erstmal ein bisschen. Es kann jetzt sein, dass das mit den Untertiteln jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Du bewegst dich immer in Blickrichtung. Ah ja, dann gibt es jetzt im Prinzip erst. This is a live fire exercise. Pick up your weapon and hit the targets in front of you. Okay, ganz ruhig. Das üben wir ganz langsam. Es muss ja noch eine andere Möglichkeit geben, sich. Ah ja, das ist dieses Scheiß. Im 30-Grad-Winkel hier. Das mag ich eigentlich nicht. Ich drücke jetzt erstmal hier so ein bisschen stupide auf den Tasten rum. Also X am linken Controller ist nach links seitlich. Kreis am rechten Controller ist so, das. Ja, drehen tun wir uns mit den Tasten darüber, also mit Dreieck wird es in dem Fall sein. Aber das ist eben nur dieses im 30-Grad-Winkel. Hä? Was ist denn das? Also das ist jetzt quasi, das müsste jetzt Dreieck sogar sein. X, 3, ja, ja. Ja. Was das genau sein, weiß ich jetzt nicht vielleicht. Okay, ist ja auch egal. Also wir bewegen uns in erster Linie mal in Blickrichtung, das haben wir jetzt gelernt. Rennen können wir mit beiden. Mit den beiden Move-Tasten. Ja, also rennen möchte ich jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall schneller gehen. Es ist eine passive Mauer. Der redet hier von passiven Mauern. Was ist denn eine passive Mauer? Also wirklich, wo sind wir denn? Ist das... Kenne ich nicht sowas, habe ich noch nie gehört, passive Mauer. Aber die meisten sind ja, glaube ich, passiv, weil sie stehen ja nur da und machen nichts. So, keine Munition. Ja, deswegen nehmen wir das hier. Um nachzuladen. Hallo? Ah, ich darf dabei keine Taste gedrückt halten. Okay, die Steuerung dürfte wieder gewöhnungsbedürftig werden. Für den Anfang, aber das, nach einer Weile hat man sich dran gewöhnt. Das ist ein Messerchen, ja, zum Zwiebeln schneiden oder ähnliches. Das, schauen wir uns gegen später noch an. So, jetzt müssen wir theoretisch, wo haben wir denn? Fadenkreuz wäre eigentlich ganz geil. Fadenkreuz wäre echt geil, vielleicht kommt sowas noch dazu. In Ruhe. Was? Drücke. Ja. Um dich nach links zu... Ja, das haben wir ja jetzt schon gelernt, ja. Also die Tasten, die ich jetzt eben schon erklärt habe. Ich fände es viel geiler, wenn man natürlich alles irgendwie über Kopf oder so steuern könnte. Aber dann... Okay. Grab everything you can see. Dann dreht man sich natürlich irgendwann... wähle deine Ausrüstung mit Bedacht. Okay. Dann wickelt man sich natürlich... überall oder irgendwann mal mit dem PlayStation VR-Kabel ein und fällt hin und kommt dann nicht mehr hoch. Okay, wähle deine Ausrüstung mit Bedacht. Ja, und wie kann ich das ablegen? Das ist ein Menü, Senpai! Das ist keine passive Mauer! Das ist ein Menü! Geht das hoch? Okay. Das hier geht irgendwann weg, wenn ich hier... Okay, wenn ich hier fertig bin. Ja, sage mal, wie soll ich jetzt hier drüber kommen? Ich gehe mal genau auf dieses B. Ah, okay, Moment, Leute, ich muss das... Also, ich schalte quasi hier im Menü durch. Jetzt habe ich die Uzi und das halbautomatische Pistölchen. Und im anderen Menü, wenn ich das finde, dann habe ich das Äxtchen und das Messerchen. Ich persönlich stehe auf das Messer. Hier würde ich jetzt die Uzi bevorzugen. Ja, also die Steuerung wird mir in maximal 6-7 Stunden in Fleisch und Blut übergegangen sein. Dann ist das Spiel aber auch zu Ende. So, wie komme ich jetzt durch? Wie habt ihr euch das vorgestellt, Mädels?
Sagt mir bitte, wenn euch langweilig ist, dann hol ich euch einen Kaffee oder so, ne? Okay, ich werde wahrscheinlich des Öfteren, wenn ich versuchen will, mich zu drehen, die Waffe wechseln. Ich will hier eigentlich nur durch. Drücken, um Inventar zu schließen. Öffnen. Das geht doch von alleine wieder zu. Gedrückt halten. Ah. Now take this frag grenade and show us how good your arm is. Splittergranate. Ne, welche? Die da vorne wahrscheinlich. Okay, also ihr seht das selber. Ich muss hier noch ein kleines bisschen erstmal reinkommen. Gedrückt halten, um das Inventar zu öffnen. Um das Inventar zu schließen. Gedrückt halten. Öffnen. Vor allem, wenn auf beiden Controllern beides im Prinzip zur Verfügung steht. Naja, gut. Ja. Ich soll mich in Bewegung halten. Das war doof. Oh, das war gut. Wurfbewegung mit dem Arm machen, während du die Taste T gedrückt hältst. Und die T-Taste loslassen, um die Granate zu werfen. Das ist exakt das, was ich die ganze Zeit tue. Ich will auch eintreffen, Mensch. Alter Verwalter. Jetzt. Muss ich die jetzt alle mit Granaten da wegmachen? Geht. Allerdings, okay. Gut. Bedarf sicherlich ein bisschen Übung. So, gedrückt halten, nach links auszuweichen. Und nach rechts, das haben wir schon gemacht. Oh Gott, ich treffe. Also ich kann mich erinnern, dass es in der Demo ein Fadenkreuz gab, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber gut. Wollen wir alle nicht. Muss ja nicht. Gedrückt halten um links. Ah ja, dann mache ich ja. Das mache ich alles. Ich weiche immer aus. Ja, ist hier noch irgendjemand an der Decke? Oder so? Nö. Jetzt habe ich gar keine Waffen mehr, oder was? Soll ich was? Muss ich noch was einsammeln hier, bevor ich hier weiterlaufe? Gleichzeitig drücken, um dich schnell zu bewegen. Ich habe keine Schusswaffe. Jetzt. Alles klar. Ja, ich hoffe mal, dass das im Spiel jetzt nicht so actionreich wird wie hier. Ne? Ihr seht ja, ich komme kaum klar. Ah, weiter. Ja, Private Netter. Menü. Ja. Oh mein Gott. Moment. Jetzt nochmal. Hallo? Jetzt. Alles klar. Es wird ein wunderbares Spiel werden. Es wird ein ganz tolles Erlebnis. Ah ja. Soll ich da hin? Ja. That's it. Shameful how little training you get these days, eh? Best of luck out there, son. Das war alles? Ich kann nichts. Ich kann absolut nichts. Ich bin ganz schlecht. Ich werde sterben. Immerhin hat irgendjemand entschieden, dass ich normale Schwierigkeitsstufe wählen soll. Ich bin sehr gespannt. Ich kann auch rennen. Hier kann ich noch nicht rennen, okay. Ich zentriere nochmal. Jetzt, was sind das jetzt für... Wieso bewegt er sich jetzt in so einem riesen Winkel? Ich bin so
zu Hause, Mutti. I will never go back. I've never heard of it and I don't know what it is. I gave you a choice. And you chose to die. Run! Dyer! Mom! Ja. Nun. I was so close when she died. But I couldn't save her. Come in, Bass. Do you read me? Over. Reading you, Cliff. What is it? Got an unidentified male here. Just fell from the sky. Sure, Cliff. We're the only ones here. It'll be dragons next. Servus. Who are you? Why are you here? What's the matter? Don't you talk? You fell onto the wrong island. We've been here months. Months with nothing to occupy us but junk. But now, I've got you to keep me occupied. Mach das nicht, bitte. Cliff, this is Base. You reading me? Emergency recall. Stop playing with your imaginary friend and get back here. God damn it. Just when I was about to have me some fun. Ja, wie ist denn das mit Aufstehen eigentlich? Ach, ich bin gefesselt. Das ist jetzt. Gonna pay for this. Ich hab doch irgendwo noch einen zweiten Arm. Ach so, da, ja, okay. Bin gefesselt? Ich würde gern weg. Hallo? Hey, Mister! Wake up! Are you alright? Warum habt ihr immer so wenig an? Auf, also generell. Are you a good guy or a bad guy? Ich bin tätowiert, ich bin böse. Well, I don't think I'm a bad guy. Oh, also doch nicht. I saw everything. When that bad man kidnapped you. Need me to unlock this? Please. I need to find a tool. Nimm doch das Zeug an deinen Schuhen. Das geht bestimmt. Let me see. Tonabmischung immer noch gut, ich gut zu hören, Spiel auch gut. Einfach kurze Info. Ich will das immer wieder gerne wissen. Ah, this'll do. Was ist das? Ein Schraubenzieher. Kannst du dich auch normal bewegen? Was ist denn da los? Das ist ja nicht. Das ist ja nicht so Insel-Style hier, ne? Who are you? Why are you here? Me. You haven't heard of Cookie Pie. Ich habe gerade eben davon I'm gelesen. I'm a famous streamer. Everyone's heard of me. Streamer. Okay, was machst du hier? I came here to find dragons. Dragons? Drachen. Loud and clear. It's good to hear your voice. Shoot me. Okay. You think you'd die easily? Soll ich? Wer What's redet? Situation? Well, I just got saved by some kid, lost my gear in the crash, and have no idea where I am. So all told, I'm just Peachy. I'll head for higher ground. Try to find some kind of landmark. Roger that. Keep in touch. Ja, finde ich gerade auch merkwürdig, ja. Looks like there's more than we bargained for down here. Be careful. Copy that. Es scheint das typisch asiatische Spiel zu sein, ne? Es könnte japanisch sein fast, aber es ist chinesisch tatsächlich. Aber so viel anders sind die auch nicht drauf scheinbar. Have you come to find dragons too? Right. Hey, you can't leave me here. I'm coming with you. I saved you after all. I'll see if I can get you somewhere safe. Awesome! Adventure awaits!
Hurry up. Also ich höre die Dame ein bisschen leise, aber das kann natürlich an meinen Kopfhörereinstellungen liegen. Ich mache mal eine Nummer lauter, das ändert ja am Spiel nichts. So. Was? Habe ich eigentlich eine Waffe? Ich brauche eine Waffe, um dich zu beschützen, weißt du? I can't go live to my followers like this. Willst du hier Bilder auf Instagram posten oder was? Ich glaube nicht, dass es hier Internet gibt, Fräulein. Oh je, wie die läuft. Da geht ja gar nicht. Habe ich eigentlich Füße? Schade. Okay, also die Action fehlt mir gerade noch ein bisschen hier, ne? Das nennt man Leichensäcke. Was ist denn jetzt los? Die Frau schiebt einen weg, wenn sie sich bewegt. Irgendwo Waffen? Bitte? Es kann sein, ich muss dich erschießen im Notfall, das weißt du. Ist das irgendwas, was man... Nö. Ja, ich gehe da einfach mal lang, oder? Geh du vor. Wirklich, was diese Gestalt auf dieser Insel verloren hat, das ist nicht richtig. Das passt nicht in mein in mein Weltbild. Wow, look at that view. Wait, let me take a selfie. Ja, are you mal. Afraid of heights, mister? I love heights. I love heights. Ich liebe Höhen. Er ist jetzt auch schon genauso genervt wie ich. Kann man hier runterfallen? Oh, man kann. Das heißt wohl, du bist tot. Ja, aber haben es mal ausprobiert, ne?